Servus und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Blattgrüne Edition. Ich tue jetzt mal die Maus noch schnell. Wir werden jetzt den Bill ansprechen und die Islands machen. Du hast mich warten lassen. Bist du bereit, nach Island 1 aufzubrechen? Yes. Nun gut, Leinen los. Scheint, dass das Schiff von meinem Freund auch angekommen ist. Er hat es extra zur Zinnoberinsel geschickt, um mich abzuholen. Oh yeah, Baby. Das muss aber ein reicher Freund sein, wenn er ein extra Schiff dafür hat. So. Wir werden jetzt mal schauen, was das hier ist. Wir sind da. Das ist Island 1. Hier gibt es mehrere Inseln und diese hier ist eine davon. Mein Freund Celio hat das Schiff geschickt, um mich abzuholen. Er ist ganz alleine für das PC-Netzwerk auf dieser Insel zuständig. Warum ich dir das erzähle? Lass uns zu Celio gehen. Ja. Das weiß ich allerdings noch im Kopf aus, dass er so Rubine braucht jetzt. Hallo Celio. Bill, ich kann nicht glauben, dass du hierher kommst. Selbstverständlich. Was macht deine Forschungsarbeit? Oh, warte mal. Brandy, das ist mein Freund Celio. Er ist ein passionierter PC-Maniac. Celio, das ist Brandy. Ein aufstrebender Trainer auf dem Weg zum Pokémon-Champ. Das ist beeindruckend. Es tut mir leid, aber ich habe nichts für das Kämpfen übrig. Egal, freut mich, dich kennenzulernen. Was gibt es Neues? Was macht deine Maschine? Sie läuft gut, aber wir sind einfach zu weit entfernt. Zwischen den PCs auf dieser Insel und deinem kann keine Verbindung hergestellt werden. Oh, wirklich? Lass mich mal sehen. Moment noch. Ich denke, wir kriegen das hin. Darf ich dir helfen? Brandy, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Dort gibt es jemanden, der die Spielhalle betreibt. Er hat dieses Fable für seltene Steine und Juwelen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diesen Meteoriten zu ihm zu bringen? Oh yeah, thank you. Brandy, nimm dies mit, wenn du nach Island 2 gehst. Tri-Pass. Yeah, es ist ein Pass für die Fähre, die zwischen den Inseln fährt. Damit kannst du Island 1, 2 und 3 bereisen. Oh, das kannst du auch gebrauchen. Die Karte wurde von Brandy erweitert. Ich treffe dich später. Richte den Typen einen Gruß von mir aus. Oh, das war jetzt nicht geplant, tut mir leid. So, wir werden dann also auf Island Dry weitergehen. Aber zuerst mal Karte auf, zack. Wollen wir uns mal anschauen, was hier so läuft. Haben wir hier quasi den Glutberg, Island 2 Kappkante, Island 3 Bärenforst. Okay. Was haben wir denn hier? Achso, wir haben quasi hier diese zwei Maps, die wir, aus denen wir wählen können. Naja. So, wir werden dann also direkt mal auf Island 2 gehen. Ich habe jetzt keine Lust, hier großartig Zeit zu verschwenden. Island 2 bitte in Ordnung. Los, Seesprinter Level 2. So, wir sind da. Island 2. Pokémon müssen wir jetzt nicht unbedingt heilen. Da könnte irgendwas sein. Wollen wir uns direkt mal anschauen. Ja, diese Island-Sachen, die werden sich halt ein bisschen ziehen. Jetzt muss man halt so sehen. Das wird bestimmt noch ein paar Parts gehen. Aber wir werden auch nur das Nötigste machen. So, die Kappkante haben wir hier. Aber hier werden auch definitiv stärkere Pokémon herrschen. Hier haben wir jemanden, der die Spielerhalle betreibt, glaube ich. Ist das der? Ja, ist er. Wo ist Irma heute? Genau um diese Zeit bringt sie mir immer mein Mittagessen. Hey! Hey! Du da, bist du ein Freund von Irma? Hast du Irma hier irgendwo gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Irma ist süß. Sie sieht mir ähnlich. Was wäre, wenn meiner Irma etwas zugestoßen ist? Bitte hilf mir, sie auf Island, sie zu finden. Bitte suche auf Island 3 nach ihr. Hä? Das ist die Spielhalle? Wie tief kann man noch sinken? Diese Narren. Sie sagten, sie würde also auf der Insel warten. Also wo sind sie? Ha! Du! Ist das hier das einzige Island 3? Versuch aufzuwachen, bevor du aus dem Bett kriegst, du Halodri. Das ist Island 2. Beweg dich und nimm deinen Drecksschleuder vom Motorrad mit. Ohoho, hab dich. Diese Insel ist verwirrend. Hä? Sieh dir das an, nun hat dieser Holodri meinen Teppich abgenutzt.
Hey, hör zu, ich flehe dich an, geh nach Island 3, falls man immer etwas zugestoßen ist. Mein Haus auf Island 3 hat ein rotes Dach. Vielleicht taucht sie hier noch auf, aber daher... Okay. So, das ist ziemlich viel Action auf einmal. Island 3. Seetempo 2. So, dann wollen wir mal gleich abchecken, was auf Island 3 abgeht. Hey, Lady, hast du mal einen Pokeladri? Hey, ja. Wer bist du? Ich rufe die Polizei. Ah ja. Wir sind der Motorradclub aus Kanto. Töff, töff. Mein Motorrad hat einen kleinen Motor, daher muss ich die Geräusche selbst machen. Oh Gott, ist das lächerlich. Was ist das hier? Achso, okay. Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto. Hä? Ich bin gerade hier angekommen. Was soll deine feindselige Einstellung? Das ist so abweisend von dir. Deine Anhänger haben mit ihren Motorrädern alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf dieser Insel gemacht haben? Nein, ich kapiere es nicht. Sieh dir das an. Was machst du, um dich zu amüsieren? Du solltest uns dankbar sein, ein wenig Schwung in diese verschlafene Nest gebracht zu haben. Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, dann tu doch etwas. Grrr, du Feigling, ich im Rudel so stark. Ja, hier bin ich. Was glotzt du so? Das ist aber nicht sehr höflich. Hast du mir vielleicht etwas zu sagen? Ja. Ey, dein Mut gefällt mir. Du wirst Geld an mich verlieren, ey. Schwör, ey, Bruder. Brutal, ey. Ah ja. Wollen wir mal sehen, wer hier an wen Geld verliert. Smogon Level 37, kein Problem, Monkey. Du musst dir jetzt noch dein Level Up verdienen. Bevor wir auswechseln werden. Rauchwolke müsste noch klappen. So, jetzt kommen Herren. Mach ich nochmal fertig. Yes! Ich habe etwas stärkere Pokémon als ihr. Möchte gerne. So, jetzt werden wir alle auf 45 trainieren, deswegen Slimer. Gut, da haben wir noch ein Pokémon, was dir sehr sowas von den Arsch aufreißen wird. Und zwar habe ich einen Ling hier, was bald Level 44 ist und was richtig reinhaut gegen solche Slimers. So. Siehst du, wie stark du bist, du kleiner Fotzenclown? Clown? Ein kleiner Schmetterling macht viel mehr Schaden als du. So. Jetzt spuck nicht so große Töne, sondern haut lieber ab, sonst überlege ich es mir noch anders und ich hetze meine Pokémon auf euch. Was ist das für ein Kind? Ich bin kein Kind. War jetzt nicht zu lachen. Bist du nicht aus Kanto? Du solltest auf unserer Seite sein. Ich bin aber nicht auf eurer Seite, weil ihr einfach nur Vollmongos seid. Und ich kann meine Pokémon nicht auswechseln. Smogon. Ja, Monkey. Du hast dein Level Up zwar erreicht, aber irgendwie... Naja, was auch sonst. Funke darf jetzt mal ran. Ich hab da noch was für dich, Funke. Du darfst mal eine Schock... 2-3 Schockwellen abfeuern. Egal wie sehr sie deine Genauigkeit senken, die wird immer treffen. Bam, Kazam. Ach so, reichen sogar 2. Ja, Mai, kannst du nochmal machen. Du kannst es 700 Mal machen. Ich werde trotzdem treffen. Ja, da hast du noch so viel Pech für dich. So viel Pech, würde ich sagen. Und dann hast du jetzt einen Volltreffer, Funke. Wahnsinn. Hättest du auch früher machen können. So, hör auf herumzualbern. Ich? Was ist los mit dir? Worüber regst du dich so auf? Du bist sowas von uncool. Wir haben den Boss hierher eingeladen, aber du musstest das vermasseln. Du hast uns lächerlich gemacht. Ja, dann haben wir halt noch 3 Kämpfe vor uns, so ungefähr. Beziehungsweise 4, wenn der Boss auch noch dazu gehört. So, dann Slimer wird erledigt von unserer Lingline. So, wechseln. Spetüper Ling wird vielleicht Level 44 erreichen in diesem Kampf. Aber ich glaube es eher weniger. Müsste Slimer schon einiges an EPs rauswerfen, was es aber definitiv nicht tun wird. Komprimator. Reicht dir aber nicht, du bist trotzdem zerlegt von uns. Tja,
dieses Pech, ne? Brutal. Ja, da hast du nichts zu sagen, Junge. Boss, du musst etwas gegen dieses Kind unternehmen. Ich habe dich beobachtet und ich würde sagen, dass du genug angerichtet hast. Was bist du? Ihr Freund oder was? Dann musst du an ihrer Stadt gegen mich antreten. Okay. Eine Herausforderung von Glatzkopf Paul. Smogmog. Smogmog. Es hat so ein voll bitchiges Face. Smogmog. Naja. Funk reicht in dem Fall. Vollkommen aus. Also muss nichts mehr sein als unsere Schockwellen. Und du wirst vollkommen zerlegt von uns. Schlammbart könnte uns etwas wehtun, muss ich sagen, ja. Habe ich mir schon fast gedacht, aber leider nicht genug für dich, Kumpel. Dein Smogmog ist jetzt in die ewigen Jagdgründe verbannt worden. Ja, auch wenn du mich jetzt schwer vergiftet hast. Und ja. So, wir müssen dann, ich werde dann auch gleich den Part beenden. Nach diesen Kämpfen. So, als nächstes wird ein Slimog gerufen. Ja, das ist schon fast klar. Da wird unser Ling ein bisschen was erledigen. Dafür. Und dann auch ein Level-Up erhalten, was definitiv verdient ist. Muss man einfach so sehen oder sagen. So, dreimal musst du treffen, Komprimator. Ich habe langsam Hunger. So langsam sollte ich dann auch was essen. So, alles Klärchenbärchen. Cry the Shry. So, müsste reichen. Denke ich mal. Oder es wird rot werden. Ah, Schlammbad. Naja, ein Komprimator. Dein Fluchtwert stinkt nicht, sondern steigt. Aber du hast trotzdem verloren. Dass ich jetzt tatsächlich viermal Psystrahl benutzen musste, ist eigentlich schon derbe. Also, finde ich es echt derbe. So, aber du wurdest besiegt. In Ordnung. Genug. Wir verschwinden wie gewünscht. Wir freuen uns schon, den Rest dieser langweiligen Insel zu sehen. Ja, langweilig. Geh nur und häng mit diesen Typen ab. Verschwunden. So, wir heilen uns kurz noch. Und quatschen dann mit den Leuten von dort. So. Dun, 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 dun. Unser Monkey hat Level 45 erreicht. Müssen wir gleich mal Pokémon sortieren. Monkey hat 45. Als nächstes wird Ling da hingebracht. Und dann wird Fackel und dann wird... Und ja. Hey, hast du schon gehört? Das PC-Netzwerk hier kann nur mit dem PCs in Kanto verbunden werden. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Nee, es ist noch nicht zustande gekommen. Celio hat es noch nicht geschafft. Von daher, no go. Es wäre großartig, wenn jemand wie du hier leben würde. Ich hoffe, du bleibst wenigstens eine Weile hier. Wie bitte? Du suchst Irma? Es ist schon eine Weile her, dass Irma zur Bundbrücke gegangen ist. Danke, diese Typen haben nur Ärger gemacht. Oh, deine Pokémon wurden wegen mir verletzt. Brandy L, top Genesung. Du hast wirklich beeindruckende Pokémon bei dir. Danke. Oh, danke. wo ist Irma? Ach, jetzt fängt's an mit Pokémon-Kämpfen hier. So, dann werden wir das so machen. Wir nehmen uns einen Superschutz. Und bevor wir den ersten Kampf anfangen, werde ich diese Folge hier jetzt beenden, meine Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Chosen.